Wie zerstört das jetzige System dein oder ihr Leben, liebe Zuhörerinnen? Und wie rettet Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, aber allgemeiner Gemeinwohlwirtschaft unser aller Leben? Erst einmal, wie kommt das zur Zerstörung? Also, dadurch, dass wir die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und Ferntauschhandel unterschätzt haben, kam es dazu zu einer Diktatur der Sparten. Die Sparten, hier die gefährlichsten, die Sozialsparten, Arbeitsamtmitarbeiter und andere Sozialindustrien. Ich weiß nicht, ob diese paritätische Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt, Caritas oder so. Ich weiß nicht, man muss so weit gehen, dass man diese ganzen als Sozialindustrien bezeichnet. Und dann haben wir noch die Weltsozialsparten. Das sind diese ganzen NGOs, die also sozusagen letztendlich sich als Sozialarbeiter für die Welt und für die Eisbären und die Pandas und für die Hungernden in aller Welt und so weiter verstehen, also sozusagen die ganzen vermeintlichen Weltrettungs-Sozialsparten und diese super gefährlichen Sozialsparten als Gesamtheit haben bestimmte Irrtümer entwickelt in ihren Köpfen, die letztendlich dazu führen, die halbe Welt in Sozialfälle, in Arme, in Hungernde, in Leidende zu verwandeln, weil dann die Spenden an ihre Organisationen am reichlichsten fließen. Ja, also wer würde noch spenden, wenn die Meldung käme, ja, die Gemeinwohlwirtschaft löst alle Probleme und hat alles, behebt alles und so weiter, dann würde niemand mehr spenden an diese Spendenerbettelungs- und moralischen Erpressungsorganisationen, ja. Und und die Sozialsparten, da ist es so, diese Leute meinen es gut, haben aber bestimmte Irrtümer entwickelt, die sich dann, von denen sich viele als vorteilbringende Irrtümer erwiesen haben und eben dazu geführt haben, dass sie die Zahl der Sozialfälle in Deutschland und in der Welt ständig vergrößern oder groß halten, sich eine Armee an Kundschaft halten, aufgrund derer sie große Karrieren machen können und mehr verdienen können als früher, weil ihr Apparat immer größer wird und immer neue, man hat immer mehr Chancen, Vorgesetzter neuer Mitarbeiter zu werden und so weiter. Und so blähen sich diese Sozialsparten auf. Und diese Sozialsparten haben natürlich auch ihre vorteilbringenden Irrtümer. Die sitzen in Talkshows und so weiter und pumpen alle ihre vorteilbringenden Irrtümer in die Gesamtgesellschaft, in den großen Kuchen herein, zersetzen den, dass diese vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel so ein Irrtum wie, vorteilbringender Irrtum wie Mindestlohn sei eine gute soziale linke Politik, obwohl er in Wirklichkeit einfach nur die Zahl der Arbeitslosen hochhält und großhält oder gar sogar vergrößert, ja. Und solche vorteilbringenden Irrtümer, die also das Märchen davon erzählen, dass ein Mindestlohn soziale Politik sei, der durchsetzt die ganze Gesellschaft, infiziert sie, unterzieht sie einer Gehirnwäsche, und wir werden alle manipuliert, dann auch sogar Parteien zu wählen, die diese vorteilbringenden Irrtümer, diese Mitglieder, diese Sozialspartler drängen auch in alle Parteien hinein und bringen dort natürlich ihre vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparte mit ein. Und so haben wir in den Parteien also solche lauter Verrückte, eigentlich nur dem Profitinteresse der Sozialindustrien dienende, ja, dazu gehört ja auch die Migrations- und Asylindustrie und so weiter, diese ganzen Sozialsparten,
infizieren, unterziehen uns alle mit ihrer Propaganda. Vorteilbringende Irrtümer wirken in unseren Köpfen wie eine Propaganda, eine Gehirnwäsche, eine Massenmanipulation sozusagen und infizieren uns im Sinne von Killerviren des Geistes unsere Gehirne. Und dadurch wird unser Leben zerstört. Und wir werden eine Gesellschaft, die immer unfähiger wird, immer dümmer wird, immer leistungsschwächer wird, weil wir eine Armee von Sozialfällen zu ernähren haben und eben die Sozialspartler alle mit zu ernähren haben, ja, und überall angebettelt werden für Spenden, für irgendwelche NGOs und so weiter und dadurch eigentlich eine riesige Armee von Schmarotzern ernähren, die Sozialspartler als Berufsstand, die als Schmarotzer wirken und die dann wiederum möglichst viele Sozialschmarotzer erzeugen und Sozialparasiten erzeugen und dann mit ihnen gemeinsam sozusagen die gesamte Gesellschaft plündern. Und dabei ist das jetzt nur ein winziger Teil aller Sparten. Sie sehen es ja, das geht ja mit den Sparten immer weiter. Die Gesundheitssparten, dort werden sie systematisch krank gemacht. Es wird ihnen die Wahrheiten vorenthalten, wie unsere Nahrungsindustrie. Es kommt zu einer nicht bewussten Kooperation. Das alles sind übrigens alles nicht bewusste Vorgänge, für die sich kein Mensch irgendwie einer Schuld bewusst ist. Alle meinen es gut und trotzdem wird unser Leben grundsätzlich zerstört. Hier haben wir zum Beispiel die unheilige Kooperation von Gesundheitssparten. Hier unten an dem rundlichen Ding schneller drehen, auf das rundliche Ding klicken, Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, schneller hören macht Freude. Ne? Weil ich ja so langsam spreche. Und hier haben wir also die Gesundheitssparten und die Nahrungssparten. Und die Gesundheitssparten verschweigt ihnen als Menschen, dass die Nahrungssparte sie vergiften muss, denn die funktioniert nach dem Prinzip, ich kann auf dem Markt nur überleben, leben, wenn ich billigere Rohstoffe verwende und zum Beispiel süße, reife, teure, schwer zu beschaffende Früchte mit ihrer Süßungswirkung zum Beispiel durch billige Zucker und Süßstoffe ersetze, die zwar die Menschen chronisch krank machen und ihr die Gesundheit der Weltbevölkerung zerstören, was ja mittlerweile eine wissenschaftliche Studie zuletzt nochmal wieder nachgewiesen hat, dass es so ist. Und dadurch entsteht in der Nahrungswirtschaft ein wirtschaftlicher Zwang, uns alle zu vergiften und krank zu machen. Darüber schweigt die Medizin, die Gesundheitsindustrie, weil die ja von den uns Kranken dann lebt. Und so wird die ganze Weltbevölkerung in eine kranke Weltbevölkerung verwandelt und wir alle sozusagen, unser Leben wird gesundheitlich zerstört. Also hier werden wir arm und die Bevölkerung unfähig und dumm und so weiter durch die Sozialsparten. Hier werden wir alle krank durch die Nahrungs- und Gesundheitssparten, krank gemacht und krank gehalten als Kunden. Ja, denn jede dieser Sparten will ja aus dem Kuchen, muss in dem teuflischen jetzigen Wirtschaftssystem aus diesem Kuchen möglichst viel rausbeißen und all die anderen Sparten, jede Sparte hat ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle, und wir sind alle unterzogen einer gewaltigen Gehirnwäsche und Massenpropaganda und alles ist, wir werden alle Sparten schaden sich gegenseitig, also die Sparte schröpft diese Sparten und jede Sparte, alle anderen und so weiter. Und so ist ein Hauen und Stechen, eine psychologische Kriegsführung, ein ständiges, nicht bewusstes Hauen und Stechen. Und das zerstört unser aller Leben. Jetzt kommt noch komplizierend hinzu, dass
die Glückszerstörung und Wohlfühlenszerstörung gleichzeitig läuft, denn möglichst viel Zuckerprodukte und möglichst süchtig nach Schokolade und Zuckerprodukten und überhaupt nach Konsum und nach Urlaubsreisen, hier die Reisesparten und so weiter, süchtig nach all diesen Konsum und Shopping statt Sex ist ja das Motto der Marktwirtschaft sozusagen. Unser Leben wird vom ersten Tag an, ja, also hier, wo ist es, von der Geburt an, von den ersten Tagen an, fängt jetzt hier, läuft die Gehirnwäsche so, in die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel der Nahrungsindustrie, die quasi sagen, Körperkontakt ist eklig und schlecht und zu viel Stillen ist ja sexueller Missbrauch des Kindes oder so, ja, und so weiter. Also überall sind vorteilbringende Irrtümer, die jetzt diese Mutter, das Gehirn dieser Mutter waschen und sie sozusagen so verklemmt machen. Das war ja im viktorianischen Zeitalter und so weiter. Da wurden die Kinder von oben bis unten eingewickelt, um jeden Körperkontakt zu verhindern. Und die Mütter hatten bis zum Hals da, den Kragen war alles bedeckt jede Nacktheit war tabuisiert und so weiter. Also das heißt, ständig geht es darum, hier diese Frau jetzt mit den vorteilbringenden Irrtümern, mit diesen Killerviren des Geistes, mit den parasitären Memen zu infizieren und zu infiltrieren und sie dazu zu bringen, dass sie schon, dass von Geburt an jetzt diesem Kind die Liebe, der Körperkontakt, die Zärtlichkeit möglichst weitgehend weggenommen wird, weil nur einsame, kaufsüchtige Kinder und Menschen maximal kaufsüchtig, shoppingsüchtig, konsumsüchtig, alkoholsüchtig, Zigaretten, süßigkeitensüchtig, schokoladesüchtig und so weiter, medikamentensüchtig werden und dann funktionieren im Sinne des jetzigen zerstörerischen Systems. Ja? Und diese Mutter, die wird vielleicht dem Kind signalisieren, oh, die Doktorspiele mit dem hübschen anderen Nachbarskindern, das ist irgendwie angstauslösend und zu viel Schmusen und gleichgeschlechtlicher Körperkontakt ist alles ekelhaft und schlecht und böse und so weiter. Und sie wird also nicht nur die Muttermilch und auch manchmal vergiftete Milch an das Kind weitergeben, sondern wird auch die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten, die ihr Gehirn infiziert und besetzt haben, die wird sie auch an dieses Kind weitergeben und so und die, der Vater genauso und so wird dann eben wurden sie als junger Mensch mit einer riesigen Angst vor Körperkontakt und Sexualität und Liebe und sie wurden manipuliert, das eben Musizieren, Singen, Tanzen, was Naturvölker jeden Tag machen, dass das in ihrem Leben selten geworden ist, zur Ausnahmeerscheinung geworden ist. Ja, wir haben also, anstatt dass jeder Mensch musiziert, singt und tanzt jeden Tag, ist das zu einer Spezialisierung geworden, zu einem nur Profis machen noch Musik und die anderen hören nur noch zu und so weiter. All diese Dinge, so wurde ihr Wohlfühlen und ihr Glück zerstört, damit sie maximal kaufen. Jetzt gehe ich mal hier hin. Wir gucken uns das mal an, hier vielleicht erst einmal hier. Also hier haben wir also auf der Homepage von Weltrat und Next Scientists for Future die Rettungsseite. Gemeinwohlwirtschaft ist die Weltrettung. Die Gemeinwohlwirtschaft dreht also diese gesamte Zerstörung ihres Lebens wieder um und sozusagen zwingt die Wirtschaft dazu, erstens alles für ihre Gesundheit zu tun, ihnen zu dienen. Die Wirtschaft, die Politik und die Medien werden zu unseren Dienern.
Die müssen uns dienen, sonst gehen sie pleite, weil sie da sonst durch Steuernachteile beziehungsweise Verdienstzuschussnachteile sozusagen wirtschaftlich pleite gehen. Also es gibt nur entweder Gutes tun oder pleite gehen. Und das ist eigentlich die ganze Lösung. Und nur je glücklicher Sie werden als Menschen, es wird also auch diese ganze Erziehung umgedreht, dass also wir alle wieder glücksfähig, alle Kinder wieder glücksfähig aufwachsen dürfen und erzogen werden. Dann erzeugt diese Gemeinwohlwirtschaft auch 700 Euro im Monat je Arbeitnehmerin mehr netto steuerfrei im Portemonnaie und ist also sozusagen ja letztendlich die Lösung dafür alles. Und ja, also eine Stiftung Warentestisierung und so weiter, ja. Ja, und dann, also hier haben wir einmal ein bisschen Info über die Lösung und dann haben wir auf der anderen Seite hier die von uns Beratene, wir, die Partei, die sich bis jetzt am intensivsten von uns beraten und begleiten lässt, ist ja hier die Partei des Gemeinwohls. Das ist die einzige und erste überhaupt gute Partei der Menschheit, weil eben dort die Sparten keine Chance haben. Also all die vorteilbringenden Irrtümer, die, mit denen die verschiedenen Sparten die Parteien unterwandert haben und politische Konzepte erzeugt haben, ja, die also die Lösung, also das, dieser Satz skizziert eigentlich die Lösung. Das ist Gemeinwohlwirtschaft hier, das ist Gemeinwohlwirtschaft. Endlich werden zum Beispiel mein Hausarzt, mein Supermarktleiter, meine Landesregierung und meine Lieblingsmedien umso mehr belohnt, je gesünder und glücklicher wir Kunden durch ihr wirken werden. Je seltener wir zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt bekommen und je größer unser Wohlfühlen wird. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Das ist also die Lösung und das ist die erste Partei, die das ernst meint und ernsthaft über Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, diese weltberühmte Variante über die GWO, die GWL, PWÖ, also gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, Gemeinwohllobby, Postwachstumsökonomie, Gemeinwohlgesellschaft und so weiter diskutiert. Das ist diese Partei. Und da ist eben als Schaubild, ja, kann man sagen, das, was die verschiedenen Sparten erreicht haben, zum Beispiel die Alkohol-, Zigaretten- und Tabaksparten, die haben eben sozusagen die in den Parteien mit ihren vorteilbringenden Irrtümern diese Parteien zu diesem einerseits zum neoliberalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen, marktwirtschaftlichen Denken gebracht. Also solche Manipulation, solche Gehirnwäschen gebracht, das sei gut, die soziale Marktwirtschaft sei, die in Wirklichkeit der Oberkiller ist, sei also irgendwie gut. Und dann haben wir hier, und die hauptsächlich zerstört die Marktwirtschaft das Wohlfühlen hier, zerstört Wohlfühlen. Und hier die pseudokommunistischen Ideen, die an die Hälfte der Parteien ist voll auch mit diesen pseudokommunistischen Ideen. Ich habe vorhin als Beispiel von vielen anderen den Mindestlohn genannt, ja, Enteignung, Mietendeckel und so weiter. Lauter pseudokommunistische DDR-ähnliche Ideen, die auch dann oft in der sozialen Dreigliederung auch noch vorhanden sind. Und die zerstören in erster Linie ihren Wohlstand, ja. Und jetzt haben wir also durch die Sparten, die in die Parteien gedrängt haben, jetzt haben wir also kunterbunt eigentlich nur solche schädlichen politischen Konzepte. Und daraus bildet sich ja jetzt die neue Bundesregierung. Und es wird quasi, es werden solche schädlichen Anteile ihr Leben weiter zerstören, ihr Wohlfühlen wird weiter zerstört werden und
diese Elemente werden dabei sein, vertreten von den Grünen und der SPD in dem Fall, weil die Linke jetzt außen vor ist, ne? Und hier CDU und FDP bringen, aber also vorrangig CDU und FDP werden weiterhin darauf hinwirken, ihr Wohlfühlen zu zerstören, ihr Lebensglück zu zerstören. Und wo steht der Satz hier? Da steht doch der Satz irgendwie. Na? Wo ist er denn? Also Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wirtschaftler und Wissenschaftler und Medienmitarbeiter zu unseren Dienern. Jetzt bewiesen, Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft haben unser aller Leben unmerklich zerstört. Jetzt endlich weltweit erstmals wählbar. Gemeinwohlwirtschaft, ja, dem einzig Gutes tun wird belohnt, dann muss das hier unten stehen. Ja, Marktwirtschaft, das wollte ich Ihnen zeigen. Marktwirtschaft ist gleich Suchterzeugung durch Glückszerstörung, das habe ich ja vorhin erwähnt, wie von Kind auf ist ihnen quasi sie so manipuliert werden und so mit Ängsten besetzt werden, dass sie es als normal erleben, dass sie ein liebesarmes, körperkontaktarmes, sexarmes Leben dahin fristen müssen, ohne Freude, Einsamkeit als Volkskrankheit, Depressionen als Volkskrankheit. Ja, das ist das jetzige System und Gemeinwohlwirtschaft löst dieses Problem. So, und jetzt habe ich noch einiges zu lesen. Also werden Sie sofort Mitglied, googeln Sie nach Partei des Gemeinwohls PDG, Google-Suche, googeln nach Partei des Gemeinwohls PDG, sogar an der ersten Stelle heute mal. Ja, Sie müssen halt immer hier gucken, wo Sie Partei des Gemeinwohls finden. Ja, da haben wir sie wieder. Ja, das heißt, Google lernt langsam zu finden. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Naja, dann können wir die Gemeinwohlseite wieder aufmachen, indem wir hier, der Weltrat berät ja die Partei und deswegen ist der Link von der Partei auch hier und jetzt sind wir wieder dabei. Ja, und Sie können auch an den Talkshows teilnehmen, also hier brauchen Sie nur draufklicken, die nächsten Talkshows, Programmideen, können Sie noch mehr lesen, Mitgliedsantrag, hier werden Sie einfach kostenlos Mitglied und leisten Sie quasi eine Unterstützungsunterschrift. Das ist, also bei der Partei Mitglied zu werden, ist nur eine Unterstützungsunterschrift, denn wir, also die ganzen Mitglieder, das ist ja eine echt basisdemokratische Partei. Deswegen, diese Partei ist die erste wirklich demokratische Partei der Welt, weil sie die Welt auffordert. Widersprechen Sie den Argumenten für das PDG-Wahlprogramm in Talkshows per Telefon oder online mit guten Argumenten im Sinne der freien Argumentekultur. Wo sind die Argumente für Gemeinwohlwirtschaft Irrtümer? Welche kompetenten Experten der Welt widersprechen mit welchen Argumenten den Argumenten für Gemeinwohlwirtschaft? Die PDG richtet sich beim Wahlprogramm nach den Ergebnissen von repräsentativen Wählerstichproben. Also die Basis macht ja den Fehler, dass sie überhaupt nicht begriffen hat, was das Basisdemokratie sich auf die Wähler, die Grundgesamtheit aller Wähler bezieht, die man mit repräsentativen Wählerstichproben versucht abzubilden sozusagen, und hat stattdessen seine Mitglieder genommen, die natürlich eine einseitige, die sind ja schon einseitig, weil sie alle gegen die Corona-Maßnahmen sind, und einseitige Menschen stellen keine basisdemokratische Grundgesamtheit dar sozusagen, ja. Also die PDG richtet sich beim Wahlprogramm, die ist also wirklich basisdemokratisch, echt basisdemokratisch, richtet sich beim Wahlprogramm nach den Ergebnissen von repräsentativen Wählerstichproben, zusammengestellt von professionellen Wahl-, Meinungs- und Marktforschungsinstituten, weil alles andere keine Basisdemokratie wäre. Äh,
Nachdem eine repräsentative Wählerstichprobe die Argumente für gemeinwohlwirtschaftliche Reformen kennengelernt hatte, hatte das gemeinwohlwirtschaftliche Reformenprogramm ca. 23-35% Vorsprung vor dem beliebtesten Programm, zweitbeliebtesten Programm, also dem SPD-Parteiprogramm, und noch sehr viel mehr Vorsprung vor den Programmen der anderen Großparteien. Bitte Kontakt aufnehmen Sie Impressum. Also hier, das ist die Partei, die Chancen hat, eben bis zu 56% der Wählerstimmen bekommen kann. Und dann muss man aber froh sein, wenn man durch die 5%-Klausel, die ja immer noch existiert und ja auch durch eine 3%-Klausel ersetzt werden sollte, sozusagen, aber auch wenn man 3% erreichen muss, von den 56% kann man heilfroh sein, wenn man, das wird ja pulverisiert durch das Totschweigen einer neuen Partei, und dann muss man eben mit diesem besten menschenfreundlichen Programm, muss man versuchen, dass man dann auf 5,0% kommt. In Österreich hat eine Partei es wieder mal geschafft, von 0 auf 5,7%, glaube ich, zu kommen, und ist direkt irgendwo eingezogen. Also das heißt, es geht, wenn man nicht alles so verkehrt macht wie die Basisdemokratische Partei Deutschland, die leider alles sich selbst ruiniert hat und sich jetzt und eigentlich den Wählern gesagt hat, wir sind eigentlich eine inkompetente Partei und uns zu wählen bringt eigentlich nichts. Und damit davon haben sie jetzt die Wähler überzeugt, ne? Denn sie haben garantiert etwa 10% der Bevölkerung erreicht, und davon hat sich aber der Großteil gegen die Partei entschieden, eben weil die Partei nicht überzeugen konnte. Ja, so, und jetzt habe ich noch einiges vorzulesen. Also machen Sie hier Doppelmitgliedschaft. So, jetzt noch einige Sachen. Also, ich habe vorhin schon erwähnt, dass die Landesregierung, die Leistung ihrer Landesregierung verglichen wird mit der Leistung der anderen. Wir könnten das bezeichnen spielerisch als die Bundesliga. Also wir würden jeden Tag informiert werden über den neuesten Stand der Tabelle, der Stiftung Warentestisierung, der Tabelle der 16 Teilnehmer der Bundesliga. Die Bundesländer, also die Bundesländer kriegen, die Ministerpräsidenten kriegen quasi Kanzlerstatus, die kriegen Vollmacht, ihr Land. Das ist leider nicht veränderbar, weil das oberste Gebot lautet, wir brauchen Vergleichbarkeit, um die Leistung oder die schlechte Leistung von Landesregierungen herausfinden zu können. Und das geht nur mit einer solchen Bundesliga, mit der Bundesliga der Landesregierungen, die im Sinne einer Stiftung Warentest Bundesliga-Tabelle wo dargestellt wird, ob ihnen ihre Landesregierung eher schadet oder eher nutzt, von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand her. Ja? Und oder man könnte jetzt versuchen, das ist ja in der letzten Talkshow Thema gewesen, am Donnerstags Talkshow, dass man Wahlforschungsinstitute quasi, als dass die als Bundeswahlleiter fungieren und per Telefon immer wieder Wohlfühländerungsmitteilungen einer repräsentativen Wählerstichprobe erhalten oder telefonisch das alle 2 Monate abfragen würden. Ja, das Problem nämlich bei den Bundesländern ist bis jetzt noch mengen sich Bundesrat, Europa und so weiter störend ein, und das muss man unterbinden. Leider muss man also nicht vorschnell zu United States of Europe gehen. Das kommt erst, wenn dann erst viel später. Man muss jetzt weggehen vom Bund hin wieder, dass die Länder, dass die Landesregierung Vollmacht kriegen, also
dass wir 16 Kanzler haben. Aus den Ministerpräsidenten machen wir 16 Kanzler, damit wir eine Bundesliga der Landesregierung machen können und immer die Tabelle vor Augen haben können. Und danach richten sich dann die zukünftigen Wahlentscheidungen, weil wir jetzt zum ersten Mal wirklich die Leistung wirklich objektiv erfassen können, während wir bisher eigentlich nur rätseln konnten, ob uns unsere Landesregierung geschadet hat oder nicht. Oder ob es uns nur deswegen schlechter geht, weil die Weltlage sich verschlechtert hat, das wussten wir ja alles nicht. Aber so können wir vergleichen, aha, die Landesregierung Bayern schafft es, dass es den Menschen besser geht, die Landesregierung Baden-Württemberg zerstört eher das Leben der Menschen oder so, oder umgedreht, ne? Und so können wir dann uns nach der Tabelle der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen richten, ne? Ja, und Vermieter werden so gelenkt in der Gemeinwohlwirtschaft, dass sie erst Verdienstzuschüsse bekommen, solange wir im Gesundheitsbereich noch genügend eingesparte Gelder haben, die wir zur Lenkung auch der Vermieter in Richtung gesundheitsförderliches Wohnen, und giftstofffreies Wohnen so hinlenken können. Später, erhöhen wir die Steuern für die Vermieter. Und die kriegt er dann, wenn er ein guter Vermieter ist, kriegt er sie über die Verdienstzuschüsse die Steuern zurück. Und wenn nicht, kriegt er sie nicht zurück und geht dann pleite. Also nur noch Vermieter, Wohnungsbauer und so weiter, die gesundheitsförderlichen, sozialförderlichen Wohnraum für uns Menschen zur Verfügung stellen, werden belohnt über die Verdienstzuschüsse und die anderen werden nach und nach durch die erhöhten Steuern und durch einen Mangel an Verdienstzuschüssen, durch die Reduktion der Verdienstzuschüsse, eliminiert, und das ist auch gut so, denn entweder ein Vermieter tut uns Gutes und macht unser Leben besser, und Vermieter, die uns mit giftigen Bausubstanzen und Schimmelgiften und verwahrlosenden Wohnungen und mit sozial ungeeigneten Wohnungsstrukturen und Wohnstrukturen unser Leben zerstören, braucht kein Mensch. Ja, das heißt also, Gemeinwohlwirtschaft löst das Problem sinnvoll. Aber nicht mit solchen pseudo-planwirtschaftlichen Konzepten wie Enteignung, Mietendeckel, Mietenbremse, Mietbremse und so weiter. Das sind alles die aus der pseudo-planwirtschaftlichen Mottenkiste unbrauchbare Konzepte. Gemeinwohlwirtschaft hat bessere Konzepte. Alle Medien bisher sind nur Werbung. Nur werbefreie, Verdienstzuschüsse gesteuerte Medien und Wissenschaftler liefern lebensverbessernde Wahrheiten, ja? Wir müssen einen Neustart des öffentlich-rechtlichen Rundfunks machen, werbefrei und Verdienstzuschüsse gesteuert. Landesregierungen, die hinten stehen, dort kommt es dann wird das automatisch nach anderthalb Jahren zu Neuwahlen kommen. Wer also in der Bundesliga der Bundesländer der Landesregierung auf den hinteren Tabellenplätzen ist, kann zwar nicht absteigen, aber es kommt zu Neuwahlen. Also die Landesregierungen werden gefeuert, steigen ab und es kommt zu Neuwahlen. Und wen werden die Wähler wählen in den Bundesländern, den drei letzten der Tabelle sozusagen? Natürlich die, die in der Tabelle auf 1 oder 2 oder 3 stehen, da werden sich die Wählerinnen, die entsprechenden Parteien dieser führenden Landesregierungen raussuchen, in der Hoffnung, dass dann diese Landesregierung ja Hilfe bekommen können und dort dann auch die gute Politik der Tabellenführer dann angewandt wird. Die Vermehrung der Unfähigen macht Probleme im Mietmarkt. Ja, das kommt auch noch dazu. Die Sozialsparten führen ja dazu, dass wir ständig einen Zuwachs an arbeitsunfähigen Kindern haben, weil ja der vorteilbringende Irrtum nicht stimmt, dass alle Neugeborenen Genies seien. Leider nicht, stimmt leider nicht, ist biologisch längst widerlegt.
Es werden dumme Kinder geboren und kluge Kinder geboren, genetisch allein schon. Die Vermehrung der Unfähigen durch die Sozialsparten macht Probleme im Mietmarkt, denn die können bei den normalen Mietsteigerungen nicht mithalten. Und die Lösung liegt eben überall daran, Deutschland braucht mehr fähige Kinder, um konkurrenzfähig und wettbewerbsfähig mit der Welt zu bleiben. Ja? Und solch eine repräsentative Wählerstichprobe hat uns zum Beispiel Allensbach für ca. 2.500 Euro angeboten. Und dafür sammelt also die Partei das Gemeinwohl schon die Spenden, um dann wieder Verbesserungen am Wahlprogramm an repräsentativen Wählerstichproben ausrichten zu können, basisdemokratisch, echt basisdemokratisch. Ja. In Berlin, der Landtagswahl ist ja die Basis sogar schon auf 1,3% runtergefallen und die 1,4% waren ja fast bei 1,3%. Also insofern ist die Basis am Ende, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen. Die Partei hat sich selbst umgebracht, ne, durch ihre Entscheidung gegen kompetente Ratgeber. Wohlfühlstimme erproben. Die Blick-Zurück-Technik könnte man benutzen. Vor 3 Monaten seitdem Wohlfühlen besser geworden oder schlechter geworden. Ja, also Blick-Zurück-Technik, wie ist es? Vor 3 Monaten oder 6 Monaten oder 12 Monaten? Können Sie sich daran noch erinnern? Ist seitdem Ihr Wohlfühlen besser geworden oder schlechter geworden? Und unter verschiedenen Landesregierungen vergleichen, da muss man natürlich gucken. Online-Umfrage. Ja, Sendung. Ja, ich muss leider Schluss machen. Also, morgen geht's weiter. Tschüssi, bis bald.